Daley Thompson, der Brite und der große Gegner von Jürgen Hingsen, dem Deutschen. Zwei, die Könige der Spiele werden wollen. Olympiasieger im Zehnkampf. Erste Disziplin, der Sprint. Und der Sieg für den Engländer. Zeit 10:44. Hingsen 10:91. Weitsprung. Jürgen Hingsen legt glänzende 7,80 vor. Aber Thompson kontert mit 8,01 Meter und führt. Kugel. Hingsen stößt 15:87 und schlägt zum ersten Mal den Briten, der dennoch weiter führt. Der Deutsche im Hochsprung, 2,03 Meter. Aufholjagd von Jürgen Hingsen, der eine leichte Verletzung signalisiert. Daley Thompson wird jubeln. Er überspringt die Latte auch bei 2,03 Meter und bleibt vorn. Es wird spannend. Hingsen schlägt Thompson schließlich mit 2,12 Meter. Set. 400 Meter, letzte Disziplin des ersten Tages. Thompson gewinnt mit 46,97, Hingsen 47,69. Bilanz des ersten Tages, 5 Übungen. Thompson führt mit 4.633 Punkten schon deutlich vor Hingsen, 4.519 Punkte. Zweiter Tag, 110 Meter Hürden. Hingsen schlägt Thompson. Hoffnung keimt auf.
Diskus. Der Brite schleudert die Scheibe 46 Meter und 56 Zentimeter weit und schockiert den Deutschen. Mit dem Urschrei, so scheint es, will er sich die Angst von der Seele nehmen. Immerhin 50-82. Stabhochsprung. Thompson, fast spielend, überspringt die Latte bei 4,90 Meter und er freut sich. 5 Meter sein bester Sprung. Der Zusammenbruch des Jürgen Hingsen, der 2 Jahre nichts anderes getan hat, als sich auf diesen Kampf vorzubereiten. Der Weltrekordler, der auszog, den Weltmeister zu schlagen, erlebt beim Stabhochsprung sein Debakel. Speerwurf. Thompson, 65,24 Meter. Hingsen wirft den Speer 60,44, rund 4 Meter weniger als sein Rival. Meter, die letzte Disziplin. Hingsen ist besser als Thompson, aber das ist nur eine gegenstandslose Schönheitsreparatur. Der Mann aus Uerdingen hätte einen Vorsprung von 200 Metern haben müssen, um sich das Gold zu holen. Seifenblasenspekulation. Der König der Spiele ist Daley Thompson. Und das zu Recht. Mit 8.797 Punkten verfehlt er den Weltrekord um einen Zähler. Hingsen 8.673.